Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video, Leute. Und ich habe mich mal wieder in eine Solo-Arena-Runde getraut, denn ich habe heute wieder einige Themen für euch im Gepäck, über die ich mit euch reden möchte. Ich hoffe einfach mal, dass der Typ hier reinschaut. Denn wir haben ja tatsächlich schon die Waffe. Wir haben die Scar in der Magma- oder Lava-Variante. Komm, Bruder, ich weiß, du bist da. Komm einfach. Ja, ich wusste es eh. Also, es war jetzt echt schlecht von mir, muss ich echt gestehen. Aber ist ja egal, denn wir haben überlebt. Aber ich habe einige Themen für euch in diesem Video hier vorbereitet. Und die möchte ich natürlich mit euch abarbeiten. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze mal wieder so live zu machen. Und ich muss halt dazu sagen, Leute, ich habe in letzter Zeit extreme Lags in Fortnite. Habt ihr auch irgendwelche solche Erfahrungen gemacht? Also, ich sehe das auch oben links. Guck mal, da ist zum Beispiel jetzt ein X. Ich habe keine Verbindung einfach. Sehr, sehr komisch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass die... Guck, jetzt ist die Verbindung wieder da. Also, das Spiel hat irgendwie seine Probleme in letzter Zeit. Und ich habe es auch zum Beispiel gestern gemerkt, als ich spielen wollte, dass... da ist ja so ein neues Diagramm. Da kann man irgendwie sehen, wie gut die Verbindung ist. Und Digga, der ist die ganze ausgeschlagen. Also, dieses Diagramm ist die ganze ausgeschlagen und hat mir so eine Striche angezeigt, dass irgendwie die Verbindung lost geht. Und das ist einfach übelst nervig. Aber... Scheiß auf alles, Leute. Ich habe nämlich ein Thema heute im Gepäck, denn ihr wisst es ja, heute ist Dienstag und heute ist ein neues Update gekommen und ich hoffe einfach mal, dass wir auch gleich sogar die neue Waffe von dem Update bekommen, denn ich lese euch mal direkt die Patchnotes vor. Was gibt's Neues? Und zwar den Bubenbogen. Ja, den Bubenbogen, das ist einfach ein Pfeil und Bogen. Aber nicht nur ein ganz, ganz einfacher Pfeil und Bogen, sondern, Leute, das Ding ist explosiv. Guck mal, ihr seht es oben links schon wieder, die roten Striche, und da ist wieder so ein X neben dem WLAN-Zeichen. Richtig komisch einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass da kommen keine weiteren Probleme. Aber, wie gesagt, wir haben einen neuen Bogen in Fortnite bekommen, den Boom-Bogen. Tatsächlich, da ist er. Den haben wir neu bekommen in Fortnite und ich bin mega gespannt, was das für ein Teil ist. Wie gesagt, ich habe den noch nicht gespielt. Für die Waffe brauchen wir definitiv Schrotflinten-Munition. Das habe ich nämlich schon lesen können und wie gesagt, ein Bogen mit ordentlichen Bums. Haltet eure Feinde innovativ und explosiv auf Abstand. Diese neue Waffe schlägt gewaltig ein. Ja, das ist natürlich vielversprechend. Wie gesagt, für diese Waffe wird... Okay, wir müssen hier auf jeden Fall mal raus, denn wir werden hier... Irgendjemand ist hier auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt nur, wo. Ah, ich habe ihn. Ah, ey, blärt. Digga, was war das? Der Typ, der Bruder ist absolut lost gegangen. Der Bruder ist absolut lost gegangen. Mann, also das war jetzt nicht mein Ziel, aber Bruder, deinstallieren, geh deinstallieren einfach, also das war ja mal wieder nichts. Digga, was ist das für ein Teil? Oh, also Digga, das Ding feiere ich jetzt schon, ne, muss ich sagen, also was das, Bruder, ich habe einfach One-Shot direkt Heli gedrückt wahrscheinlich, also das Ding macht ordentlich Schaden. Das, Leute, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Dazu haben wir natürlich nochmal einen zeitlich begrenzten Modus bekommen. Den kann ich natürlich auch nochmal lesen. Scharfschützengefecht hatten wir schon mal im Spiel, also ist das nichts komplett Neues. Dann Waffen und Gegenstände, denn da kommen wir auch schon direkt zur neuen Waffe. Ich habe euch ja schon gesagt, Schrotflintenmunition brauchen wir auf jeden Fall. Und was wir noch so brauchen ist, verschießt Pfeile mit einer Schrotpatron als Spitze, die beim Einschlag explodiert. Dann verwendet Schrotflintenmunition, wie gesagt, das hatten wir ja schon durch das Thema. Was haben wir hier noch? Je länger ihr die Schusstaste gedrückt haltet, desto stärker der Schuss. Dies erhöht sowohl die Projektilgeschwindigkeit als auch den indirekten Einschlagweg. Also wenn ich jetzt so ziele und lange gedrückt halte, ihr merkt es, also dieser Bogen geht immer höher und irgendwann ist er schon fast gerade. Und das bedeutet einfach, dass man brutal präzise schießen kann. Ihr habt es eben gesehen, ich habe es euch gezeigt, also... Noch besser hätte ich mir dieses Video hier nicht erhoffen können. Wo ist er? Ich muss ihm Pfeil und Bogen geben. Ja, Buddy, komm. Ja, Bruder.
Nicht mit dem Falschen, ne? Oh, ich konnte nicht bauen, Digga. Alberne Scheiße. Alberne Scheiße. Aber ich würde sagen, wir hatten so ganz kurz einen Einblick. Wir gucken uns jetzt nochmal die Waffe genauer an und wir gehen einfach mal kurz in den Kreativmodus, denn ich möchte nochmal explizit auf diese Waffe eingehen. Denn ich denke einfach, diese Waffe ist so krass. Bruder, die muss ich euch einfach getrennt zeigen. Wir jumpen mal direkt rein. So Leute, ihr seht es schon wahrscheinlich, die Fallen von der letzten Woche sind hier auch noch am Start, aber die interessieren uns ja eigentlich eher weniger, denn wir gucken uns einfach mal diesmal die Waffen an, die wir in Fortnite bekommen haben. Also den Boombogen haben wir bekommen, ich habe es eben gesehen, Leute, ich finde das da jetzt schon richtig, richtig krass. Ich frage mich, wie weit man schießen kann. Also man kann schon relativ weit schießen, glaube ich. Boah, krass. Also die Geschwindigkeit ist auch anders. Wenn ich jetzt so mal gegenschieße, macht jetzt nicht so viel Schaden. Wir gucken uns einfach mal an, wie viel Schaden das Ding macht. Also Schaden macht das Ganze 118. Die Schussrate ist 1, Magazingröße auch 1. Also man muss jedes Mal wieder neu ziehen, ist ja klar, ist ja ein Pfeil und Bogen. Und die Nachladezeit beträgt 1,3 Sekunden. Geht auch eigentlich ganz fit, muss man sagen. Ich hole mal hier ein bisschen Munition. Wo ist die denn? Ich glaube hier irgendwo. Genau, denn wir brauchen ja Schrotflintmunition. Und die haben uns jetzt einfach mal ausgerüstet. 340 haben wir, also sehr entspanntes Teil. Vielleicht kann man auch mal eine Challenge machen, wo man mit 3 Bögen gleichzeitig spielt, wenn man 3 Stück findet. Das wäre auf jeden Fall mal eine richtig coole Challenge. Denn, also, Digga. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das schon ein bisschen OP wäre, oder? Also das, man kann es zwar nicht double bone, sag ich mal, aber ich finde diese Waffe absolut heftig und ich werde sie definitiv in Zukunft mitnehmen. Wie gesagt, mein erstes Mal mit diesem Pfeil und Bogen, mein erster Schuss war einfach, oder ihr habt es gesehen, also es spricht für sich, denke ich, wenn ich das, also mehr brauche ich dazu nicht sagen. Eure Meinung mal gerne in die Kommentare zu dem Update. Also die neue Waffe ist absolut geil, gefällt mir richtig gut. Kopfschussmultiplikator ist natürlich 2-mal und Explosionsschaden 100. Ja, die Paprika wurde nochmal genervt, Effektdauer von 10 auf 20 Sekunden verlängert und Bewegungsbonus von 20% auf 40% erhöht. Das war's von dem Video, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst definitiv mal eine positive Wertung da. Natürlich auch ein Abo da lassen, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Rund um Fortnite gerne auch die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, falls mal die Abo-Box spinnen sollte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.